Mit dem Essen. Und wie viel Sonne man am Tag abkriegt. Man muss das irgendwie regulieren. Wenn man nur nachts wach ist und immer tags pennt, ist scheiße. Kennt die Map irgendwer von uns? Nein. Gut. Nein. Also ich bin hier im Munitionslager gespawnt, aber hier sind keine Waffen. Ich auch. Doch, die Pistole. Raus, hab einen Shogun. draußen liegt irgendwo. Eine Deagle habe ich jetzt. Noch Ui, im ne Dach. Discom. Hier ist eine Rutsche. Nee, ist gar keine Rutsche, ist eine Rampe. Bleibt mit 10, na dann. Das unten Wasser oder Sand? Tja, das ist die Frage. What was that sound? Warte, kann man eigentlich den Feiermodus bei den Teilen ändern? Irgendwer sterben gerade. Ach ja. Leute. Was? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Hi, da drüben. Hi, hi. Hi, Simon. Hi, wo bist du? Ich Hier bin auf dem unten. vor dir weg. Lass mich in Ruhe. Nein, ich komme hinterher. Auf dem brenzligsten, sinnlosesten Wege aller. Simon, nein! Simon! Bleib weg. Böse. Ich Inno. Ist mir egal, bleib Okay. weg. Okay, ich stell mich da um. Gut. Ich hab Angst vor Simon. Solltest du Ich auch. hab einfach nichts anderes als eine blöde Diegel, ne? Wir waren übrigens da gerade auf dem Dach oben. Ja, das war wahrscheinlich ich. Hat nicht Hallo gesagt. Nein. Da hat jemand gerade ein Fass runtergeschmissen. What? War Simon wahrscheinlich. Wow. Hi! Schwierig ist, man kann gar nicht diese Fenster durchsehen. Also, ich hätte dich ja jetzt treffen können, easy. Also, das Holy ist nicht mit shit, der Deagle Junge. auf mich. Die Deagle macht mehr Kill als die Shotgun her. Moment. Hier. Oh ja, okay, das ist in Eine Ordnung. Waffe gefunden. Das ist keine Waffe. Nee, sorry, die Jut werde ich jetzt nicht ausrüsten, tut mir leid. Ja, da ist die Diegel besser. Oder, Franz, lebst du Corby? noch? Lebst du noch, Franz? Corby, lebst du noch? Also einer von beiden wird's wohl sein. Einfach beide töten, wenn man sie sieht. Klingt gut. Und sag Bescheid, wenn du stirbst. Gero. Ach so, das bist du. Warte. Also weißt du. Ja, sorry, sorry. Hier ist doch echt nichts drin, ne? Ja. Wäre wohl auch zu schön. Was ist das hier für eine scheiß Map? Eine sehr weitläufige Map anscheinend. Wie komme ich aus diesem Scheißgebäude überhaupt raus? Das ist das Erdgeschoss? Naja, Erdgeschoss ist nicht alles Canyon hier gedöns, ne? Aber ich habe einen Weg nach außen gefunden. Kann man nochmal Türen öffnen? Achso, ja. E. Denkt ihr auch irgendwelche normalen Schusswaffen hier? Also irgendwelche normalen, wirklichen Gewehre oder so? Die nicht gerade huge heißen? Ah, ich habe einen Schogun gefunden. Mein Jemand lebst du Headshot. auch noch? Anscheinend nicht.
Hör auf zu lachen. Also. Shots fired. Hier ist eine Kiste durch die Gegend gelaufen. Ich musste das unterbinden. Nein! Doch! Nein! Alter, euer Ernst? Euer Ernst? Weißt du, ihr meint so? Ja, okay, wir beiden sagen nichts mehr. Einer wird es wohl sein. Knallen wir beide ab, dann fängt Kong wieder an zu reden und niemand rafft das. Doch, ich hab's ja gerafft. Ich hab's ja gerafft, aber da Simon auch schon tot war, war's unnötig, das zu sagen. Nein, Simon hat da noch gelebt. Nein, habe ich nicht. Ich komm doch, jetzt nachdem er mich abgeschossen hat. Nein, hat er nicht. Doch, habe ich. Nein. Nein, er hat schon. Nein, du hast sogar noch geantwortet, Simon. Cool, ja. Was? Ja, ich hab das ja beobachtet und mir gedacht, Leute, nein. Du hast sogar noch ganz ruhig geantwortet, so, Konstantin, stimmt wohl. Nachdem alle gesagt haben, dass sie eh jeden von uns beiden erschießen würden, war mir eigentlich klar, da kann ich auch reden. Ja, aber. Einfach lieber no reaction drauf. Ich mein, ja, was soll man für eine Reaction drauf geben? No reaction. Aber wirklich, ja, ich stand da unter diesem Gebäude, hab irgendwie jedes zweite Fenster zerschossen, in der Hoffnung, dass ich irgendwie finde. Und ich sehe nur, ihr lauft durch dieses Gebäude durch und keiner ist oben. Und dann ihr stand wart plötzlich niemand auf dieser Rutsche drauf. Ihr wart einfach sogar eine Zeit lang im fucking selben Gebäude, du und Gero noch. Ja, waren dann wir. Bist du einfach die komplette Runde gegangen, bis Gero dich, wenn er das Fenster zerschossen hätte, hätte er dich einfach abknallen können. Aber nein. Also ich finde schon wieder keine ordentliche Waffe, ich sag's dir. Ich sag's mal so, ich hatte ja das Radar, ich bin mir direkt hinterhergegangen, so ist nicht. Ich bin nicht einfach so da durchgelaufen. Ich laufe immer noch in der Diegel rum und finde eine Jutes. Klingt gut. Das heißt, du bist in dem Gebäude unten? Ich hab ne Shogun. Normale. Ach, guck mal, da hinten sehe ich sogar. Ja, hier Simon. Simon schmeißt Granaten runter. Konstantin gefunden. Ich auch. Ja, hier oben. Ah, da. What the fuck, Alter. Jetzt hab ich Angst. Ja, diesmal bin ich inne. Ja. Ich hätte nicht daneben gezielt, wenn du ruhig gestanden bist, ne, Junge. Du standst nämlich wirklich da ruhig rum. Glaub ich dir kein Wort, ey. Ich meine, ich hab ne Shogun. Alter. Du stehst immer noch ruhig rum. Ich hätte dich schon wieder töten können. Ich hab ne Shogun. Ja, ach, was soll ich machen mit einer Shogun? Guck mal, wie weit die kommt. Wow. Kann ich dich nicht, Alter? Jetzt hab ich Angst. Jetzt hab ich Angst. Hier, fang! Du hast den nicht gefangen. Nein, ich fehl dir. Muss ich die Shotgun nehmen? Stirb. Alter! Okay, das war aber jetzt. Hab ich getroffen mit der Shotgun? Hä? Nee, du hast mir keinen Schaden gemacht, aber das war ziemlich close. Ich hab die Schüsse gesehen, die einzelnen. Die gingen ziemlich krass an meinem Gesicht vorbei. Die steht übrigens Gero neben dir, ne? Und sagt nichts. Ja, hallo. Okay, hi Gero. Hallo. Ich wollte nur gesagt. Ey, geh weg! Schieß nicht auf mich, du Spasso. Alter, jetzt werd ich von beiden Seiten beschossen. Du da oben schieß auch nicht auf uns. Ich schieß auf die Kisten da hinten. Ich will die Kisten loswerden. Ich will schauen, ob ich die mit der Shotgun Alter, kaputt hörst kriege. Du auf? Hörst du auf? Okay, aber das ist ein gutes Experiment. Aber du kriegst sie kaputt, wenn du genug Muni hast. Wo ist Gero jetzt eigentlich hin? Ich stehe hier in der Halle und. Ach, da hinten. Will nicht von dem hallo, da oben weggesnappt werden. Simon hinter mir. Was machst du ja? Also nein. Gehst du weg? Ja, du bekämpfst mich hier. Simon du hat auch Schaden hinter mir schon. Hier die ganze Zeit. Ich bekämpfe den da oben, falls er hier irgendwie in den Schuss geht. Der ist offen und bewegt sich. Ja. Du bist immer will mich aber nicht in offenem Gelände bewegen. Ich will in irgendein Haus und geh mir aus dem Weg. Ja, dann verpiss dich halt. Ja, dann geh. Ich war vorher da. Kinder, schreit euch nicht so an. Das ist ganz schlecht für den Blutdruck. Oi, vorsichtig. Mann, Warnschuss. Mit der schlechtesten Waffe, die es im Spiel gibt, also das überlebst du. Ja. Du hast noch mehr Schaden genommen, ja? Ja, klar hast du das, weil ich dir nicht traue. Du bist momentan der suspicious von allen. Weil du einfach hinter mir abgesneakt bist, nachdem ich dir erzählt habe, dass man das mit dem Radar gut kann. Das wusste ich auch schon vorher, weißt du? Nein, wusstest du nicht, weißt du. Kannst du nicht gewusst haben, weil ich mir recht hätte. Leben noch alle? Also ich lebe noch. Hi. Hier oben bin ich. Gero? Hi. Hi. Hi.
Okay, mach dann hier nicht. Hey, Junge! Und du schießt nicht mal zurück, du Spacko! Ich muss ehrlich zugeben, bei dem ersten bei dem ersten Schuss dachte ich wirklich noch, dass der mir nicht direkt galt. Ich habe auch gar nicht bemerkt, wie viel Schaden ich genommen habe. Was? Beim zweiten Schuss habe ich es dann bemerkt, aber dann konnte ich nicht mehr reagieren. Achso, ja, du warst ja schon hart da und nach oben schießen ist ein bisschen schwierig. Nö, das wäre jetzt nicht das Problem gewesen, aber... Dann ging dir die, ja, wenn du stehen geblieben wärst, hätte ich dich noch schneller gehabt, so, oder? Ich habe selber eine Legal, so ist nicht. Ja. Ich hab vor allem die AWP gekauft und habe aber zwei Schüsse verschwendet. Für nichts. Ich habe nicht getroffen. Ich habe mich auf dich geschossen, als du da runtergegangen bist, die Rampe, Bobby. Wie scheiße kann man sein? Ich habe mich kaum bewegt. Hä? Du bist ja die Rampe runtergegangen, das war ein bisschen kompliziert. Ja, auf einer geraden Strecke. Vor allem, ja, ich halte halt vor, ich bin halt andere Spiele... Oh, hi. Ich bin halt andere Spiele gewöhnt, deswegen habe ich vorgehalten und das darf man in dem Spiel nicht. Hi. Ich weiß, was du meinst. Hi. Ich würde da rausgehen übrigens. Kobi ist bei mir, Kobi schmeißt Granaten auf mich. Okay, es war eine Smokey. War eine Smokey Eisgranate. Ich hab Lags. Ich auch. Ja, haben alle, war das Server anscheinend. Wer war das jetzt? Ich hab rumgeballert. Irgendwer ist mein Mac 10, Bro. Ja, ich. Ich hab das Fenster eingeballert. Let's be McTenrose. Und alle anderen leben aber noch. Kann ja, ich ja. Nicht mehr, ich muss die Waffe jetzt zwangsläufig wechseln, weil ich keine Muni mehr hab. Ich auch nicht. Ah, nimm schon mal den Siegel. Dann spielst du so besser high mit umgehen. Ich hab die M4 jetzt. M16 natürlich nur. M4 ist kacke. Mit M4 kannst du eine Burst schießen ordentlich. Sonst die M16, Junge. Sonst verzieht die zu sehr, die wird ungenau. Mega ungestüm die Waffe hier. Hallo da drüben. Ratatatatatatatat. Wer auch immer das ist. Hi, Corby. Ah, du bist es. Hi. Hi. Hallo da drüben. Hi, Simon. Hi. Meist eine Granate dahin, wo du gerade hinläufst. Das ist aber böse. Was ist für eine? Ein Incendiary. Es ist Corby, der verteilt hier überall Granaten und... Da gelandet. Au! Das Zeug. Selbst Granaten schmeißen kannst du nicht, meine Güte. Irgendwer hat Auge geschrien. Corby? Lebst du noch? Gero, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Gut. Okay. Hast du Corby umgebracht? Ja, er war es nicht. Ernsthaft? Ja. Was hast du getötet? Gemacht? Ich habe ihn mit einer Shotgun erschossen, weil er... einfach unter mir im Treppenhaus irgendwie eine Granate gelegt hat und dann die ganze Treppe hoch smokes. Hi. Geh weg. Ich bin Inno übrigens. Kannst du mir vertrauen? Ja, das hat... Das ich darf es zwar eigentlich nicht sagen, aber Gero, das waren alles nur Smokes. Nein, eine... Irgendwas ist unter mir explodiert und ich habe davon... Discombo. ...bisschen Schaden genommen. Nee, ich habe davon Schaden genommen. Ja, Discombo. Siehste. Ich hatte... Die habe ich geworfen, bevor ich dich gesehen habe. Okay, Gero ist leicht reizbar. Hm. Simon sagt gar nichts. Das ja, heißt, ich beide Traitor. Gab nicht viel zu sagen bisher. Hey! Was soll ich denn groß sagen? Geh weg! Geh weg! Ich bleib jetzt hier! Nein! Ich bin Inno! Alter, geh weg! Dadurch, dass... Warte! Ey, geh weg, du! Komm mal her! Komm mal her! Nein! Ich schieße! Alter, nein! Simon, du bleibst schon bitte hier, okay? Warum auch immer und warum soll ich auf dich hören? Ganz kurz einfach nicht mit uns kommen. Komm mal mit. Nein! Hier. Nein! Doch! Komm! Hier! Alter, nein! Komm. Der will mich in deine Pedohöhle entführen, Leute! Komm! Nee, du sollst nur hier hinkommen! Okay, Simon, ciao! Was? Ich hab mich ein bisschen angedizzelt. Ich glaube, dass Gero es nicht ist. Wenn du meinst. Ganz ehrlich, Gero, also wenn du Trader bist, mach mich einfach kalt. Ich hab ne fucking M16. Kann ich gar nichts machen.
Alter, hörst du auf, mir nachzurennen? Er will mich nicht killen, okay. Also, nein, ich renn jetzt Simon hinterher, ich will jetzt Simon killen. Sag Bescheid, wenn du tot bist. Simon, ja, dann kann ich schlecht Bescheid sagen. Simon wollte lange herauszögern, die Sache, glaube ich. Das hat nicht so ganz funktioniert, weil du Cobby gekillt hast. Oder du bist wirklich Trader, aber... Das wäre ziemlich... Das wäre komisch, ich glaube... Ja, weiß man nicht, ne? Gero kann sowas. Eigentlich kann jeder von uns sowas. So blöd sind wir nicht, wir sind ja nicht Benne. Ja, wir sind nicht doof, wir können gut lügen, allesamt. Also solche Argumente bringt Simon eigentlich nur, wenn er selber ist. Ich meine, das wäre dämlich jetzt zu argumentieren, dass du Trader bist, weil das würde mich noch eher auf seine Spur bringen dann. Ne? Joa. Also sagt man erstmal gar nichts mehr. Gar nichts. Was ich die ganze Zeit schon gemacht habe eigentlich. Ui, ich schmeiß Granaten rum. Jo, das tust du wohl. Frag mich. Irgendwann irgendwen killt. Ich kann warten. Tja. Der Traitor nicht. Hier steht ein Turret. Ach, da bist du. Ja! Gut, okay. Geil. Aber guter Schuss eben. Ja, aber ehrlich, Gero. Ich hatte den ganzen Weg da schon jede Granate geworfen, die ich in der Hand hatte. Die ersten drei Discombos oder zwei waren das, habe ich Richtung Konstantin geschmissen. Einfach nur, weil es ging. Und dann bin ich in den Weg hochgelaufen. Da war dann noch eine. Und dann habe ich die geschmissen. Und dann sind wir in meinem Bildschirm wenigstens verschiedene Wege gelaufen. Und auf jedem Stockwerk, auf jedem Treppenabsatz lag eine. Simon war's. Was? Ich? Was? Sie? Hi? Lag hi. Eine. Smoke Grenade. Also, die einfach jedes Mal hinter mich geschmissen, damit du mich nicht verfolgst. Ja, was macht der Gero? Der rennt mir hinterher, um mich abzuballern. Ja, ich hab halt nur. Einfach. Du hast aggressive Paranoia, das ist es. Fresse jetzt. Wenn du wortlos an mir vorbei rennst, irgendwas unter mir explodiert und du das als war nicht wortlos, ich hab Hi gesagt. Dann knallt man trotzdem nicht die Leute einfach ab. Ich hab gesagt, oh hi Gero. Und dann bin ich weitergelaufen. Nicht in dem Spiel. Hör mir halt zu, das war nicht wortlos. Ja, tut mir leid, was soll ich denn tun, wenn ich... Reden mit mir. Ja. Ich hab doch gesagt, ey, was springst du mich hier in die Luft? Das hab ich wiederum nicht gehört. Beziehungsweise ich bin ja selber auch von der... Ist Combo ein bisschen hier gegen geschleudert worden, los nicht? Ja. Hi. Fängst du jetzt an, mich durch die Gegend zu sprengen oder was? Fang mich an, nicht random zu killen, weil du mir auf den Sack gehst. Schnauze? Nein. Ich meinte gerade Simon. Mir egal. Übrigens. Wärst du auch wieder nachzureden? Ja, was, wie, wo? Das hab ich ja gerade bei dir gesehen. Kann ich hast diese... hier runtergelaufen gerade. Alter! Irgendwer hat da. Kann man nicht dieses Fenster durchschießen? Nein. Ja, kann man, okay. Also ja. Durch das da oben, ja. Da habe ich ja Geo durchgeschossen. Du hast mir eine McKendler gemacht. Das habe ich mir nicht gedacht, wenn du abknallen willst, please. Da habe ich nämlich... Deswegen, ich saß da drüben in dem Gebäude und habe hier nicht durchgeschossen, weil ich diese Fenster mit diesen Gittern drin eigentlich als schusssicher kenne nur. Ja, jetzt ist es irgendwie andersrum. Also die Fenster in dem Gebäude, wo Gero und ich eben drin waren, sind tatsächlich schusssicher. Obwohl es nur normales Glas ist. Oh, Incendiary. Hi. Ja, Google. Ja, Shotgun. Wer hat eigentlich dieses Fenster zerschossen? Das war nicht ich. Ich war das, von unten. Ich stand doch da unten. Hast du mich echt nicht gesehen einfach? Nö. What the fuck? Er verteilt hier Napalm. Stand da und Napalm? Da hinten brennt's überall. Napalm wäre, glaube ich, ein bisschen schlimmer. Weiß ja nicht. Ein bisschen. Haben wir es alle gesagt. Hi, Corby. Hi. Nein, du stehst nicht mit der Shotgun vor mir, das kann ich auch. Alter, ich hätte dich so einfach abknallen können, komm.
Ganz ehrlich, hier. Nimm eine Schmoki. Komm, lass was rauchen. Oh, das ist gutes Zeug. Oh. Geh da weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg! Au! Junge, bleib doch nicht stehen! Au! Du hast da drauf geguckt! Au! Penner. Du hast da drauf geguckt, Junge! Ich hab gedacht, du hättest die gesehen und dann bist du da nicht rausgelaufen! Oh, das hat wehgetan. Ich bin halb tot! Ja, ich bin mehr als halb tot! Mensch, Junge! Ich geh jetzt runter hier wieder. Ich dachte sogar, du sollst noch weggehen. Danke, ich hab gedacht, ich hab dich eigentlich direkt ins Sichtfeld geworfen. Ich hab gedacht, die siehst du! Nein, wie geht das nochmal? Bleib nochmal, warum geht das nie? Fick dich. Okay. Warum? Ja, schieß mich halt noch. Warum konnte ich den Schuss jetzt nicht aufladen? Ah! War mir eigentlich klar, dass du Traitor bist irgendwie. Ja, wie ging das denn jetzt? Nach dem Start, wenn es wieder losgeht, danke. Kann mir die Musik nicht antun. Ja, ja, 5, 4, 3, 2, 1. Weiter. Ja, ja. Ist irgendwer in irgendeine von meinen Granaten reingelaufen? Nein. Weil ich gerade Karma verloren habe, aus komischen Gründen. Oh mein Gott, das ist schlecht. Ja, wie lädt man den Newton Launcher auf? Das möchte ich jetzt gerne wissen von irgendwem. Wie lädt man was auf? Rechtsklick drücken hat nichts gebracht. Oder gedrückt halten. Was denn? Links aufladen. Newton Launcher. Keine Ahnung, du bist der Einzige, der nie was benutzt hat. Schuss aufladen, ja, ich finde ihn geil. Richtig geil. Wenn wir schmeißt die Incendiaries rum. Triff mich damit. Vogel. Das wird dann wohl ich gewesen sein, aber ich hab die einfach nur wieder in den Treppenhaus geschmissen, damit mich keiner verfolgt, Junge. Tja. Ich hab zu den Treppen nicht aufgegangen, ich bin hier. Haha. Du schießt auf mich, das ist aber nicht freundlich. Incendiary übrigens, aufpassen. Ja, ja. Sag wenigstens Bescheid. Immerhin. Wenn ihr jetzt reinläuft, ist das dein Fehler. Oh, ich hab das Haus aufgebrannt. Hast du. What? Was? Ich bin glücklich. Hi. Hi. Warte, bleib mal genauso stehen. Bleib genauso stehen. Oh, das Fass. Schieß auch auf das Fass, Junge. Das Fass ist sein Leben. Mal gucken, ob die Gestombo was daran ändert. Oh, scheiße, schnell weg hier. Und hat das Fass ihn umgebracht? Nein, Fass. Ist weggegangen. Kannst du mich doch wieder reinkriegen? Alter, ich knall dich ab! Ich hab das Fass verloren. Wo du mal gelandet ist. Hier unten. Da unten. BTL. Ein Fass. Nein! Alter, verdammte Scheiße, verpiss dich mit deinem Fass! Leute, mich abknallen! Mach's auf! Du killst mich damit! Tu ich nicht! Oh, noch ein Pass! Juhu! Der Alter, geh weg mit deinem scheiß Fass! Empfange die Liebe, Konstantin! Empfange die Liebe des Fasses! Das hast du gerade für eine Granate erreicht! Ich hab ihn gekillt! Ich hab ihn gekillt! Immer Smoke, normalerweise! Ich hab ihn gekillt! Das geht nicht mehr! Ich hab mir fast in die Ecke gedrückt, ja. Ich bin übrigens immer, ne, Gero? Ich töte mich, ihr könnt euch umbringen. Cool. Ist es so. Wow, es ist fucking dunkel da drin. Ja, ist es. Ah, oh, vielleicht hat er eine Höhle drin? Nein. Ja, doch. Nein. Doch. Vor allem, du bist confirmed dead, hör auf zu reden. Ja, eben weil ich confirmed dead bin, kann ich davon reden. Hörst du auf, um mich rumzurennen? Hä? Nein, wir können das Ganze nicht reden. Ja doch, ich darf nur nicht sagen, wer mich gekillt hat. Wobei, das du schon erledigt hast. Ich meine, hätten sie uns abknallen können, die beiden hier, die Vollidioten. Ui, Kugeln. Also, einer von euch könnte jetzt mal langsam was tun. Ich musste mich leider gerade... Ey, hör auf! Weil ich niesen muss! ihr seid die beste Freunde da am Rooftop, okay, ich weiß nicht. Ah, Mann! Was war das? Ich hab mich jetzt im Fass festgepackt. Und ich hab nur halb schauen können, weil ich gerade niesen musste und ich war gemutet. Eigentlich. Also sind wir mit deswegen Fass, stand ich da kurz rum nur. Ah, ja, Kacke. Ich muss jetzt, wenn man so plötzlich durch die Gegend geschoben wird. Und fast stirbt da dran irgendwie.
Und was mache ich? Ich hole noch ein zweites Fass einfach dazu. Gib das Simon in die Hand. Alles deine Schuld. Ja, er hat ja am Ende deswegen gewonnen. Und war ja gut. Womit hast du mich eigentlich angeschossen, Simon, Gero? M16. Ah, okay. Dann musst du echt auf den Kopf halten. Gerade zwei HP übrigens noch, ne? Keine Sorge. Ich muss auch noch zielen. Ja, das hab ich gesehen. Ich hab einen Bitchfighter beobachtet. Danke, dass mir jemand sagt, dass die Runde weitergeht. Übrigens, schön. Konstantin, die Runde geht weiter. Danke. Was, die Runde geht nicht mehr weiter? Warte mal, da unten auf dem Dach. Warte mal. In Inno übrigens, ne? Hier, ich hab ein Geschenk für dich. Ich auch. Ja, das ist ein Insee. Okay, Gero ist schuld. Genau. Ich hab nicht gesagt, dass du Traitor bist. Du bist einfach schuld. An allem. Ja. Ich bin ein Tracer, ich bin für alles über auf der Welt. Haben wir's dann mal. Vogel. Tschüss, Lars! Carburetor! Ich fand's auch interessant, wie exakt die Stimmen in dem kleinen Video da getroffen wurden. Ja. Naja. Nicht wirklich so exakt. Also Tracer wirkte sehr authentisch. Tracer ist doch tatsächlich mit die einfachste Stimme für jemanden, der Englisch spricht, als Mädchen. Naja, weiß nicht, Cockney ist ziemlich schwierig eigentlich, aber... Regal. Okay, wer ist das? Ich bin das. Oh, Rex Scheiben und ich schieß mit der 5-7 drauf. Ja, die Pistole heißt 5-7. Jungs, ich bin schon wieder Inno, ne? Beständig Inno. Endlich gediegelt. Alter. Ich auch. Gott, das hat lange gedauert. Übrigens, ich bin auch Inno, mal wieder. Wow. Super. Bleib weg von mir oder ich erschieß dich. Mir scheißegal, wie Inno du bist. Du übrigens auch, Gero. Hey. Bei jedem weg. Schluss. Hey! Bei jedem Schluss, Gero. Hey! Willst du heilen? Echt lustig. Das wird mein Markenzeichen. M. Schon gesichert. Was ist eigentlich hier hinten? Ist hier noch was? Ist hier noch ein Raum oder so? Das Waffenlager, also das Munitionslager. Ah ja, ganz viel Muni. Ich hab's ja gebrochen. Ey, wer schießt hier? Nee, auf mich wird aber geschossen. Das war hundertprozentig eine Silence-Waffe. Also irgendwer das waren zwei Schüsse, die in meine Richtung gingen, ja? Da hat jetzt LVP auf mich geschossen und hat's verkackt. Auf dich? Der eine ist neben mir eingeschlagen. Ein Schuss, auf jeden Fall. Da hinten steht... Ein anderer Schuss klang, als wäre der bei mir hinten ins Rohr geschlagen. Aber... Da oben ist Simon. Ja, ich denke auch, dass Simon... Ja, der war's bestimmt nicht. Der hatte eine perfekte Schussbahn auf uns. Simon redet nicht die ganze Zeit, das ist das erste Zeichen, dass er Trader ist. Er kann's nicht gewesen sein, eigentlich. Versuche immer, wenn zwanghaft irgendwas zu reden, ist ein bisschen... Ist schon doof sowas, ja. Übrigens, ich schieß gerade auf ihn. Okay, das bin ich, du Spacko! Simon war's nicht, wollte ich gerade sagen. Das war's nicht du. Du warst auf der komischen Dings? Ich renne hier gerade durch dieses lustige Haus. Ich hab jemanden gerade gekillt. Oh. Dann hast du Simon gekillt und er war wirklich. Ja, ich hab Simon gekillt, er war Endo. Dann hab ich ja doch gerade auf den richtigen geschossen. Weil ich hab gerade auf dich geschossen, Gero, aus Versehen. Ich bin mal rein. Mach ihn weg! Alter, das... Alter, ich... Das ist Konz! Nein, ich bin's nicht! Gehst du weg! Ich bin's aber real nicht! Okay, also... Ich vertraue gerade keinem, aber ich vertraue Corby mehr als Gero gerade. Fick dich! Corby, bleib mal stehen. Bleib stehen. Nicht so lange. Okay, du bist nicht. Ich glaube nicht, dass du es bist. Ansonsten... Corby, lebst du noch? Also Gero, wenn ich jetzt urplötzlich aufhöre zu reden, dann ist es Corby. Okay. Okay, er ist es. Er ist holy es shit, nicht. Ich wollte dich nicht treffen, ich habe über dich gezielt. Alter, du hast mir was Schaden gemacht. Okay. Ich habe gesehen, dass du geblutet hast, Junge. Ich habe über dich gezielt. Was seh denn da drüben? Der Spar so... Hi. Ja, der sniped wahrscheinlich jetzt. Ja, der sniped. Ja, ich habe ihn im Fenster gesehen. Ich habe auf das Fenster geschossen jetzt.
Ach, du hast gesniped, Jörg. Ich hab geschossen, ja. Ich hab die Sniper. Wesley Snipes. Die normale Rifle. Alter, Gero, ernsthaft? Meinst du, Mann. Meinst du kriegst mich, wenn ich einen Sniper habe? Nein. Aber ich weiß nicht, wie man in den Shop geht. Okay. Airbus, beste. Was, wo? PlayStation, das ist viel höher. Island. PlayStation. Wie kommt man in den Shop als Traitor? Hab ich dir gerade gesagt. C. Okay, wir machen 2-2. Mal schauen. Okay. Ach, verdammte Scheiße, ich mag Island nicht. Aber es ist nicht normal Island, es ist Island 17. Ja, ist mir egal. Island ist trotzdem kacke. Ist es ein anderer City 17? Man weiß es nicht. Es ist ein Island. Das weiß ich schon. So ein Land in Form von so einem Ei. Mhm. Übrigens, ist ja Magic. Übrigens, eben noch, online so kleine Tests für Dings für Französisch. Und ich bin schon fast A2, einfach immer noch, wo ich gar nichts kann mehr. Ja, die A-Level sind auch wirklich kaum was. Ich verstehe so viel von den Sätzen, dass ich die richtigen Wörter einsetzen kann, ohne Probleme. Das ist echt cool. Hat die Wendung von Französisch ihn rausgemobbt? Hm. Scheinbar. Ich glaube auch. So, nach dem Match bin ich auf jeden Fall erstmal raus und suche mir was zu futtern. Kannst du ja machen. Ich würde jetzt schon gehen, aber das wäre jetzt einfach. Wenn ich jetzt schon gehe, dann kommt von Simon wieder, wie asozial ich bin. Dann macht's mir rum, ja. Das sowieso. Das kommt auch nachher, also. Noch ganz verlassen. Von dir ist mir das egal, du bist selber asozial. Sehr nett. Bin ich asozial. Sehr sozial. Mhm. Ich hasse die Map. Send den Client Info. Hier liegen irgendwo Waffen. Geil. Und? Wo geht's euch? Plupp. Käse. Cheese. Wirklich. Ah. Was denn für ein Käse? Gouda, Emmentaler. Amerikanerkäse. Telsitor. Das fiese Zeug, das einzeln in Tüten abgepackt ist, weißt du? Kein Käse. Das ist eine Lüge. Eben. Das darf nicht als Käse bezeichnet werden, das ist ein Molkereiprodukt. Oder, nee, ein Erzeugnis auf Basis von Molkereiprodukten. Das war's, genau. Ne, Heizung. Böse Heizung. Meinst du wohl, das ist Müll? Was? Meinst du wohl, das ist Müll? Das war, glaube ich, das, was du sagen wolltest. Nein, das ist die offizielle Bezeichnung davon. Das sorgen sich auf Basis von Bäckereiprodukten. Die offizielle Bezeichnung von einem Dreck ist mir völlig egal. Oh, meine Lieblingskiste. Hat irgendeine... Ich bin zurück. Irgendeine schlechte Granate, irgendeine Instant. Bist du rein zufällig auf Crater? Incendiary. Nein. Wieso? Weil ich das wissen will. Ich meine, wieso die Granate? Wegen meinem Lieblingsding. Bei dieser kleinen Gaskartülle. Benzinkartülle. Ja, warte. Komm mal. Also nicht in den Raum reingehen, bitte. Weil da in den Raum, wenn du da hinguckst, da ist so eine Kanüle. Wenn man darauf schießt, geht die hoch. Eine Kanüle. Ja, so eine in den Arm. Kanüle. Kanister. Kanister, meine ich ja. Mir ist das Wort nicht eingefallen. Das ist sonst ein Kanister, der geht hoch. Und dann habe ich gerade zerballert. Kann man toll machen, wenn da jemand reingeht. Einfach drauf schießen und tschüss. Auf konzentrieren hinterher. Grüß dich, mein Turm. Hi. Mein Turm. Oh, da ist schon jemand oben. Erst hier. Eben. Ich war hier, bevor ihr alle da wart. Ich bin runtergelaufen, um die Kanüle zu sehen. Das ist so eine Kanüle. Oh, ja, den Kanister. Hi, Simon. Nee, Korbi steht vor mir. Hi. Hey, Heimus, was kannst du nicht erschießen, Vogel. Irgendwer ist gerade gestorben. Was soll das? Wer schießt hier? Das habe ich gehört, aber das hat sich ja noch falsch angehört. Ist nicht mehr da. Okay, Konz war es auch nicht. Okay. Wo ist Corby hin?
Lebt der noch? Hat Gons ihn abgeschossen? Man weiß es nicht. Ich glaube, du warst es. Wenn beide ich, nicht mehr. Ich hab Gons gerade umgebracht, weil Gons Gobby umgebracht hat oder so. Ja, deswegen bist du es ja. Wo stehst du? Okay. Wo stehst du? Woher nimmst du solche Lügen, Simon? Mensch. Vor allem, ich denk so, ich bin an dir vorbeigerannt, dreh mich so um. Was, wo ist der? Vor allem, ihr steht alle drei. Und ich meine, ihr steht beide neben mir, oben auf der Reling. Ich spring eigentlich in eurem Sichtfeld etwas straight runter, sobald ich oben angekommen bin. Hab ich tatsächlich nicht gesehen. Konstantin hat mich umgebracht. Nice. Nee, ich hatte das ja von unten eben nicht gesehen. Eben. Spring einfach instant von der Reling. Und ich wollte es ja so drehen. Ernsthaft, Simon, das war eine ganz schlechte Sache. Du hast ja irgendwie dem letzten lebenden Eno gesagt, dass du mich umgebracht hast. Das ist total blöd. Je nachdem schafft es. Tut man nicht. Das ist doch krass. Zum Beispiel eben konnte ich ja dadurch, dass ich Corby fälschlicherweise umgebracht habe, aber das dann zugegeben habe, verhindern, dass ich dafür getötet wurde. Hä? Ja, aber es war nur noch einer da, Gero. Ja, das ist die Frage, je nachdem schweigen die Leute dann ja auch. Nein, es war klar, dass Corby tot war. Und dann hat sie immer noch zugegeben, dass er mich umgebracht hat. Das ist dumm. Das tut man nicht. Bad Situation. Bad Situation, you don't do that. Hi, ihr drüben. Ihr drüben, ja. Hier kann hier oben keine Shotgun sein. Wieso soll da oben eine Shotgun sein? Das ist ein Sniper-Punkt. Ja, aber ich will mit der Shotgun runtersnipen. Darfst du aber nicht, das geht nämlich nicht. Ja gut, dann lauf ich wieder runter. I have found the Schubkar of Death. Death oder Death in Destruction? Just Death. Of Death. I will sheep it against... Oh fuck, ich hab's nicht. Hilfe! Ah! Da läuft jemand! Ah! Hilfe! Panik! Paranoia! Da krieg ich mir irgendwo eine Waffe? What? Nope. Alles weggelötet. Ja, ich aber auch grad. Hab ich auch. Muss ich gleich hier mit einer Pistole mich verteidigen? Ich bin ins Inno und hab Angst, dass ich abgeknallt werde. Ich auch. Hallo Simon, der gerade Fenster zerschießt. Okay, Spaß. Ich wollte gerade schon fragen, ob Simon noch lebt. Ich lebe noch, ja, keine Sorge, ich bin auch quietschfidel. Quietsch doch mal. Fehler Nummer 1. Das war scheiße. Du bist mir auch so eine quietschfidel. Du bist es. Hi. Hi. Darf ich an dir vorbei? Nein, komm nicht aneinander vorbei. Ich schieß dir jetzt mit der Pistole in den Kopf. Ich geh wieder runter, etwa. Gut. Ich hab nämlich aus der Pistole nichts. Ich hab auch eine Diegel. Ja, also, eine Deagle, ich hab die Fab. Also, Moment, hier müssten wir dann noch vorbeikommen eigentlich. Oder? Ach, ist egal. Ist wahrscheinlich unten schon, oder? Wir sind schon längst an dem fucking Ausgang vorbei, ich hab den Ausgang genommen, ja, Junge. Ich bin richtig dumm. Hab nicht gesehen. So. Okay, da ist jemand. Ja, da ist gerade jemand an einem Fass gestorben. Ich bin gerade. Ups, ich wollte schon was auf dich schießen. Ja, ich versuche gerade herauszufinden, der hatte eine Shotgun. Ich hab eine Shotgun. War wahrscheinlich ein Self-Kill, oder? Wirkt so, also ich sehe den anderen hier unten rumlaufen. Ah, Simon ist gestorben. Ja, Simon ist gestorben. Und geht euch, der geht steht, euch der los. Steht an der Leiche. Sorry. Ja, ich hab den gerade. Ich seh euch beide, Junge. Mimimi, ich bin ein Sniper. Der steht an der Leiche. Okay, Gero, zeig dich. Also wirklich. Bobby, gib bitte Statusansage, wo du bist, sonst vertraue ich dir auch nicht mehr. Ich bin jetzt unter dir. Das glaube ich nämlich, wenn du gleich an deinen Arsch klebst plötzlich. Hallo, ich bin hier irgendwo in diesem roten Haus. Oh, hi. Hi. Was? Ja klar, bin ich hier hochgelaufen, aber... Verpiss dich, Alter. Du verfolgst mich. Schau doch mal da. Verpiss dich. Alter. Schau's jetzt mal, schau mal in den fucking Gang rein. Das ist mein Ernst. Genau. Ist sie an? Ah! Nein, war sie nicht.
Konz ist tot. Nein. Ich möchte das. Bitte, 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 bitte. Ich möchte das von Konz selber hören. Was schläfst du noch? Die Frage ist einfach nur dumm. Ich weiß. Ja, schön. Ja, danke, genau. Nein. Nicht ernsthaft. Doch, ja. Ernsthaft. Was? Ich hab einfach die Warte auf die Erde, Vogel. Ich hab einfach die Bombe gezündet, die dir wohl jetzt gekillt hat. Geil, ist halt einfach. Ich hab die Runde wirklich mal geschaut. Ich hoffe, es ist C4, weil ich wollte hier eigentlich oben herunterballern. Und das passiert. Es geht einfach nicht. Dann habe ich gedacht, okay, ich platziere die da an der Wand. Dann habe ich sie einfach rausgeschmissen aus Versehen. Habe ich die da liegen lassen. Und dann habe ich Gott sei Dank so, jetzt schau da rein. Und er wollte einfach nicht reinschauen. Und du bist da schon zweimal drüber gelaufen vorher. Ja, ich hat halt auf dich geaimt und hätte dir den Kopf knallen können. Hab ich mich erstmal extra um die Kurve gestellt, weil ja, ich dachte, sobald du siehst, bringst du mich um. Und so, ist halt die an? Geht hin? Dann hab ich dich am Anfang. Ich wollte dich halt eh umbringen, oder hast du mir die Bombe gezeigt? Und dachte ich mir so, okay, cool, eine Bombe. Was? Ganz ehrlich, fühl die Liebe. Ganz ehrlich, wenn du als Trader ja. zu mir... Konstantin, das war eigentlich auch der Plan, aber dann hast du mich schon angeschossen gehabt. Dann hab ich gedacht, dass du zu mir kommst und mir irgendeinen Müll gibst. Ich setz den ein, ich verrate dich nicht. Ich mach einfach Müll damit dann. Ich weiß das, aber dann hast du mich schon angeschossen gehabt, dann war's das schon. Wer spannert da hinten rum und lacht sich weg, Alter? Dann war's das für mich gelaufen. Ach du Scheiße. 100% kann man sich daran umbringen. Aber ich meine, ich kenne fast keinen, der das nicht machen würde, wenn man den als Traitor was in die Hand drückt. Ja. Logisch irgendwie. Ich bin hier gerade Kampfmittelräumdienst, erstmal die ganzen Fässer wegräumen. So. Ihr habt noch niemanden gesehen die ganze Runde. Ach, da oben ist jemand am Leuchtturm. Das ist korrekt. Das war korrekt. Hier liegt eine Leiche in der Ecke. Das war wahrscheinlich Gero. Body of Gary, was ist passiert? Deswegen hat er so gelacht. Er hat sich wahrscheinlich mit dem ersten Fass, das er gefunden hat, selbst in die Luft gejagt. Okay. So, Gero war safe inner. Fuck. Ja, Gero ist auf jeden Fall ziemlich tot. Ich weiß, dass ich inner bin. Bin aber halb tot. Deswegen wird mir keiner glauben. Ja. Yeah. Ich hab die ganze Runde noch nie keinen lebenden Menschen gesehen, das ist auch lustig irgendwie. Ja, mich. You were poked. Nö. Hab ich dich gesehen? Ach so, oben auf dem Turm, ja, okay. Ungefähr eine halbe Sekunde. Ich geh jetzt selber auf dem Turm oben drauf, ich hab sonst Angst. Eigentlich sollte ich hier noch viel mehr Angst haben. Ja, yep, du wärst schon längst tot. Und auf mich zielt, Alter. Ist aber auch so einer. Okay. Das kennt ihr auch. Hä, Simon? Ja? Bist du gestorben? Mit Gero zusammen. An Diebe. Was? Ich hab das fast gezündet. Achso. Also die Fässer waren drei. Wie hast du das überhaupt gezündet? Ja, Shotgun. Das soll. Alles andere wäre doch ein bisschen underwhelming. Aber es war eine schöne Liebe. Ja. Einen armen Turtles, den ich noch nicht so überrascht. Ich habe extra eine Turtle Grenade gekauft. Die Turtles, Turtles! Brauchte ich doch nur einen One-Shot, um zu gewinnen. Hab gar nichts gebraucht, gar kein dummes Lügen. Hätte ich gar nicht machen müssen. Nein, fast, nein. Oh. Hast du dich wieder umgebracht? Nein, es ist runtergefallen. Hab Schaden gekriegt. Ach, schade. Ach, der wirft hier Bomben ab. Nee. Simon. Gabi. Hättest du die Fässer dann nicht wegräumen können, dann hätte ich die jetzt schön sprengen können. Ja. War alles der Plan. Das eine Fass habe sogar ich hier geschossen. Also kein Fass, aber es ist ein. WTF. Ein Eimer. Ja, kann. Eimer was ist das? Was ist das? Was? Ein Farbeimer. Hast du Schaden gemacht, du Penner? Hab ich? Ein Farbeimer? Ja.
Okay. Ich bin auf 98% Troll. Ach, man ist böse. Das ist weg mit dem scheiß Eimer. Simon lebt aber noch, ne? Ich lebe noch, ja, ja. Simon lebt noch, ja. Da sitzt einer im Kamin. Achso, das ist Simon. Der Weihnachtsmann ist da. Ich bin Feuerholz. Hi. Hi. Lass mich ein Feuerholz sein. Ja. Geht nicht. Ja, oh. Seid ihr noch das Feuerholz? Okay, Konstantin ist schuld. Konstantin ist Traitor. Was? Konstantin ist Traitor. Konstantin hat gerade auf uns alle drei geballert und keinen. Ich hab nicht geschossen. Ich saß hier mit einer Diegel. Alter, ich hab die ganze Zeit eine fucking Diegel in der Hand. Moment. Stimmt, du bist und der Einzige, der keine Schachtel in der Hand hat. Dann war das Gero oder Simon? Ich weiß, ich hab in den Kamin reingeschossen, an den Kamin-Rückwand. Ah, okay. Chaos, wuhu, ich hab nur grad dich und Chaos und Verwirrung. Vertauscht, Gero, sorry. Hä? Ey. Du entschuldigst dich bei Gero? Ich entschuldige mich bei Gero, weil du scheiße bist. Hey, hörst du auf? Entropie! Fuck you! Wir kommen hier nicht mehr. Ich hoffe, ihr könnt mal den Jihad zünden, bitte. Was? Lass mich hier. Was? Ja, vorbei, danke. Alter, irgendwer ist gestorben. Irgendwer ist runtergefallen, ja. Okay, wenn irgendwer hochkommt, kill ich ihn. Oder ich komm mal für wieder runter. Runter von wo? Von ganz oben. Nein, war es nicht ganz oben. Doch, ich war ganz oben. Das ist nur Gero und ich. Ich bin auf deinen Kopf gejumpt, du Trottel, als du hochgekommen bist. Hä? Hast du nicht gesehen? Was macht man? Alter, ich schäm dich. Alter Gero, verpiss dich. Was? Verpiss dich von Ach, mir. Ach, das bist du? Natürlich bin ich das. Heute. Die, 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 die. Sorry. Was, wo ist der Liefer? Dort. Ernsthaft, ey. Gero, das war schlecht. Ja. Langweiliges Fass. So viel Blut hier im Kanal. Ja. War hier unendlich Schiss gebraucht mit der Shotgun. Eigentlich braucht man zwei. Ja, einer reicht. Ich war noch fast full HP, Alter. Einer direkt in die Fresse, aber dafür war er zu weit weg. I don't find weapon. Oh, there is weapon. Hallo weapon. Pew. Bin Enno. Menschen sterben. Kobi steht vor mir. Ich weiß, dass ich vor dir stehe. Wer gestorben? Nein. Aber Schüsse fallen. Ja, ich schieße auf die brennenden Fässer, damit sich niemand wieder damit umbringt. Klingt ich will mich damit umbringen. Ich hab schon alles zerballert, glaube ich. Ah, oh Mann. Jetzt schießt Gero aus purer Not auf nicht brennbare Fässer. Mann! Wie soll ich mich denn jetzt umbringen, du Spacko? Hast du gerade geschossen? Ja, auf den Stein hier. Oh, die ganze Zeit Gero. Den fetten Stein kannst du bewegen? Gero? lass Hockey spielen! Ich besorge mir auch noch einen Was Break. Was macht ihr da? Und Simon? Ja? Warte mal, ich brauch auch noch einen Break. Bitte? Du hättest schon wieder dezent eine Fresse. Ja, das heißt, und? Du bist Traitor. Ja, sicher, das, natürlich. Das hat bisher ja. Jedes Mal gestimmt. Okay, es ist Cons. Ich will Hockey spielen. Hast du mittlerweile einen Stein gefunden? Wo bist du? Nein, ich hab einen Stuhl gefunden. Ach, den hast du mir gerade vor die Füße geschmissen, ich sehe es. Oder eine Teekanne. Wo bist du?
Ja, wo bist du? Ich hab dir auf jeden Fall keinen Stuhl vor zu geschmissen. So, ich komme jetzt zu diesem Punkt, wo wir eben den Stein gefunden haben. Warum, Kombi? Weil es musste sein. Es musste sein. Es ist alles egal. Wenn jemand ein Fass dahin stellt, muss das sein. Das war der Plan, ja. Oh Mann. Aber ich bin schön geflogen. Ich wollte aber noch Hockey spielen. Ich weiß. Problem war nur, dann war der Konstantin aber lang laufen. Der hat dann so hübsch gekichert und dann habe ich ihm in den Kopf geschossen und hat er weiter gekichert. War niedlich. Dann musste ich wirklich lachen. Ja, den. Das war aber klar. Ja, hat weil ich ist als hinter der Ecke stand und dann wie so ein creepy Mensch und dann aus dem abgestanden, muss ich echt lachen. Das ist so awesome war dann. War ein cooler Job. Vor allem, weil ich bin einfach schon zwei Runden hinterhergelaufen, Junge. Mhm. Ja, ich war da erst gerade angekommen, aber okay. Warte, jetzt können wir spielen. Du bist eigentlich mit Gero da rumgetanzt. So, hier, ich hab einen Break. Da unten liegt ja, noch ein Break. Ja, ich brauch erstmal eine Waffe, ansonsten werde ich mich nicht gegen irgendwelche. Ich hab einen Corby. Oh, schade, ich bin eh nur. Oh. Ja, ebenso, aber ich brauche einen Brick. Oder ich brauche eigentlich eine Waffe erstmal. Hier, ich hab einen Shogun für dich. Hi. Hi. Ja. Hi. Verdammte Scheiße. Okay, wer ist jetzt gerade gestorben? Alle, glaube ich. Also, ich schieße gleich eine Kugel in den Kopf. Mein Freund. Schnauze. Es gibt Dinge, für die braucht man keine Waffe. Für die braucht man nur die Kraft der Hiebe. Die Liebe. Ja, ich konnte das nicht irgendwie. Aus irgendwelchen Gründen. Hiebe gesagt. Achso, Hiebe. Ja, das tut's auch. Kraft der Hiebe. Mhm. Klingt nach Sexspielchen. Oh. Nein, nicht ganz. Ja, stimmt. Weiß ich, Morgan Freeman da bestimmt einen drauf runtergeholt hätte. Bitte? Lass mich. Meine Fresse, Leute, das war echt lächerlich. Ja. Irgendwie schießt uns, das ist so ein bisschen ein Truxican Standoff. Bei euch, holy shit. Und dann rollt ein Gasfass vorbei. Da musste ich einfach drauf schießen. Das war meine Pflicht als guter Shooter-Spieler. Was spielt ihr jetzt? Das Spiel wäre jetzt einfach verblutet? Ich hab keine Waffen mehr und muss mich irgendwie verteidigen. Was ist das? Entschuldigung, das ist gerade wie jede Verfolgungsjagd ever. Beide Leute schießen und keiner trifft. Aber der eine rennt trotzdem von dem anderen weg. Sind wir Stormtrooper? Ja. Ja, ich hatte nur voll die Dreckwaffe, Alter. Boah, ich hab gerade erst Munition gefunden. Bin ich ja mal weiter raus, ne? Ja, du kannst ja drin bleiben. Du wirst ja nicht so lange mehr können. Machen wir nachher noch weiter? Eben, sonst. Wenn ich aber drin bleibe, dann bringt das ja auch nichts, oder? Ist doch egal. Komm drauf an, wie lange du da bleibst, ne? Wir müssen jetzt erstmal Ewigkeiten laden. Dann sollen wir einfach auf Warfare wechseln. Ich geh jetzt weg und dann werde ich wieder was zu essen machen. Das dauert eine Weile. Werden wir überleben. Klasse drin. Du wirst nicht überleben, weil wir jetzt erstmal umbringen werden, aber ansonsten ist alles gut. Also wir können auch War Thunder oder Battlefield. Nein. Also War Thunder ginge theoretisch. Solange wie Kobe weg ist. Battlefield ginge nicht, weil das hat's immer noch nicht. Eben. Du hast es doch, aber bei dir funktioniert es nicht, oder wie war das? Battlefield 3. Das war 3. Das war 3, Gero. Was funktioniert da eigentlich nicht? Punkbuster will nicht. Kannst du das nicht irgendwie neu installieren, updaten oder... Nein, hab ich versucht. Mal. Will nicht. Wahrscheinlich wegen meiner Datenschutzsachen, die werde ich nicht dafür lockern. Hm. Geh mal, kommt mal was zu trinken holen. Ja.
Human was moved out of your chamber. Was hat denn für eine Überschrift? Der BND findet keinen Hackernachwuchs, weil alle kiffen. Schade. Mhm. Ja, ein Error. Ein Error? Da liegt ein Error hinter uns. Ich sehe noch gar nichts. Bauen gerade. Ja, noch. Du bist da auch noch nicht. Oh, jetzt ist der Error weg. Doch, boah. Das ist die USP. Mhm. Komisch. Warte, wen konnten wir jetzt nochmal killen, Corby, oder? Ja. Im Prinzip können alle killen, sobald ich drinnen bin. Ich hab seinen Hörner an der Wand verteilt, aber er stirbt einfach nicht. Ja, warum wohl? Auf Prep-Phase. So. Ja, ich weiß. Aber Preparing ist auch einfach bei Null stehen geblieben. Und ich konnte es auch töten. Nee. Bist du schon drin? Ja. Gut, dann bist entweder du oder Air Traitor. Nein, will ich nicht. Darf ich ihn dann einfach töten? Nein, darfst du nicht. Ich bin noch da. Ich bin chillen. Ja, ja. Ich bin Inno. Ich auch. Und ich habe gerade den Dingen da getötet, der ist es auch nicht. Warum hast du keinen Detective gecallt? Ist er zumindest confirmed dead? Lol, was ist das für eine Waffe? Die ist ja golden. Was heißt confirmed dead? Also kann man unconfirmed dead sein? Ja gut. Da steht Missing in Action. Das ist ein Errorzeichen. Ich habe ein Errorzeichen aufgenommen. Ja. Oh. Das sieht so geil aus, wie es einfach über deine... Ey! Ja, was ist das für ein Alter? Was ist die sonst auf 40? Tschüss. Ja, die hatte ich ja auch eben. Wer war das? Was? Hinter dir durchgerannt bin ich gerade. Du. Hi. Dann lass mal gemeinsam bleiben, Ben. Hi. Hi. Ah, hi. Simon. Galil Pro. Wir sind keine Galil Bros. Ich? Auch ein Pro, kein Bro. Du bist ein Pro, zeig mal. 360 No Scope. Zeig, come on. Hi. Zeig. Was denn? Wie macht man eigentlich die Tür hier auf? Mit dem Code. Oh, nee. Ja, er hat ein Turret aufgestellt. Er hat Turret, ich hab's gehört. Au. Konz, du musst jetzt reden, damit ich weiß, dass du noch nicht tot bist. Ich lebe, ich jage ihn. Ich fliege! What? Also Raumschiff raus? Nee. Warum fährst du nur raus? Ach du Scheiße, hier ist aber echt eine fucking Luftschleuse. Wo? Keine Ahnung wo ich bin. Klar, ich schreib das jetzt, dann sieht man zurückkommen. Hm? Hier ist aber... What the fuck? Hier ist ernsthaft ein Raumschiff draußen. Ach was. Guck mal, locker kann man da rein, oder? Als Traitor oder so. Ernsthaft, bist du da drin? Wirklich? Alter, ja, komm, lass uns mal rein, please. Please, lass die Innos mal rein, ich will mir die Scheiße angucken. What the fuck, wie geil ist das denn? Doch, wir knallen dich auch nicht weg.
darf es am Ende umbringen, aber please. Ich will mir die ganze Kacke mal angucken. Ich bin da gar nicht da, ich bin in der Key 10, jetzt bin ich nicht mehr in der Key 10, so. What the fuck, wie geil ist das denn? Ich will da rein. Fucking Raumschiff draußen. Real Respirator. Okay. Du das da? Ich hab Simon gefunden. Wie ist das möglich? Ich fliege gerade über Stalingrad. Ha! Nice! Ja, ich hab das Ding eliminiert. Aber ich will Simon nicht abknallen, ich will, Ich hab eine wichtigere Mission. Hast du die? Ja. Okay. Lautet Mission 3412. Das ist eine tolle Name für eine nicht. Mission. Mensch, was bist du euch, Junge? Wo willst du denn hin? 3412. Oder du killst ihn einfach. Ich hab ihn nicht gekillt. Timeout. Das war lustig. Mhm. Oh, Scheiße bauen. Und 3412 rausfinden. Wo hast du das überhaupt rausgefunden? Da gibt's so einen Schalter, den kannst du betätigen und dann wird dir jetzt angezeigt. Jo. So ein Computer-Ding. Und ich glaube, ich das rausbekommen. Galebro. Darf ich ihn töten, wenn die Rückzeit gekommen ist? Willst du Corby töten? Nein, lass mal. Töte den einfach nicht, dann wird's spannender. Sehr lustig. Dann bist du am Ende nicht. Wir könnten auch alle in uns sein, weißt du? Ja. Wäre cool. Ich bin Inno. Auch. Ich bin Pilot. Bin ich gut, lass einsteigen. Lass eine Runde fliegen gehen. Ja, Kissing ist halt ein Platz für eine Person. Das ist ein. Wow, das war echt scheiße. Das war für eine ganze als Schildkröten. Ah, wir sind tot. Hab's geschafft. Sehr schön, ja. Warum habe ich gerade Karma verloren? Keine Ahnung, weil irgendwie anders ja geknallt hast oder so. Wieso hat Corby eigentlich den höchsten Score, wenn er nichts gemacht hat? The fuck? Weil er krass ist. Weil ich nur Scheiße mache? Ich finde, du siehst sehr sexy aus mit deinem riesen Error-Schild über dem Kopf. Ja. Bitte benutzt nicht das riesen Error-Schild. Das ist. Ich bin Aufreger. Ja, please kill me. Also Simon, du wärst tot, wenn ich Trader wäre. Ernsthaft mal im Guten sagen. Piu! Nein, bin Inno. Leider. Das ist schön. Ich auch. Darf ich nicht doch Corby töten? Ich will gucken. Ja, kann ich mal weg. Okay. Ist er tot?
Okay. Echt doch. Musik ist sehr fröhlich. Ist das gut, dass das Spiel sich freut, dass Corby tot ist? Möglich. Okay. Kein Kommentar. So. I wanna take the arrow. I got the arrow. I got an arrow. Ooh. And I'm gonna be a I got an arrow. Haben wir es jetzt? Nein, so. I'm gonna be an arrow. Hi. No, it's Inno. Don't kill me, please. Okay, aber für den Moment glaube ich dir noch. Hat irgendwer Bock, Corby zu killen? Nö. Ja. Ich glaube dir nicht so ganz, weil sonst würde ich jetzt einfach Simon umlegen. Mit seiner sexy Crowbar. Hm. Diese Rundungen. Weißt du was, ich töte den jetzt echt. Also, Corby. Wäre langweilig. Ja, egal. Sollte es auch nicht sein. Siehst du? Dann ist ja nämlich sowas. Crowbar Killer. Hm? Komm her, Gero. Komm, ich mach dich mit dem Crowbar kalt. Komm her. Aber wir sind so weit auseinander. Guck mal durchs Fenster. Nö. Okay, Moment, ich hab grad gesehen, da gibt's noch irgendwie so ein Leiter oder sowas in irgendeiner Kammer. Ziemlich weit oben, ich hab keine Ahnung mehr wo. Echt? Alter, was für alles zu sagen. Okay, lass mal einfach die Map entdecken, okay? Ja. No-Kill-Map entdecken. Sofort sagen, wer Trader ist. Wenn keiner ist, dann lass den Corby am Leben. Ich bin Traitor. Das ist gut. Was ist da? Was hast du da gerade betätigt für. Das macht die Türen zu. No peace. Mach die Türen zu, wie gesagt. So. Wo kann man jetzt in dieses Raumschiff? Ist eine gute Frage. Das war irgendwo relativ hinten, relativ weit oben. Weißt du was? Eigentlich kann ich dich umbringen und dann kannst du durch die Gegend fliegen. Nee, lass mal. Behindert. Man will das schon erleben als Spieler. Das wäre wesentlich ab, wenn einer schon dabei wäre. Ja, dann müsste ich dich umbringen, weil wenn ich sterbe, dann startet die Runde neu. Eben. Achso, stimmt. Ja, dann machen wir es halt so rum. Weißt du dich? Nein, was? Dann nicht. Wir müssen das so hinkriegen. Der wollte mich umbringen. Rache. Rachegeist. Böse. Ja, bist du so ein kleines rachsüchtiges Kind? Das ist auch. Das hat andere Gründe. Aber da trage ich dich nie ganz eine Leiche mit mir rum. Oi. Ich wollte. Was ist das überhaupt da drin? Brennstäbe? Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt so spontan als Brennstäbe interpretieren. Da muss man irgendwie reinkommen, glaube ich. Was auf Raumschiff? Wo seid ihr? Kann man da rein? Ja, du, wenn dann. Du musst es aktivieren können, wenn dann als Trader. Nee. Hat mit Trader nichts zu tun. Hast du gerade Corby umgebracht? Ich hab Corby schon vor langer Zeit umgebracht. Ich hab Corby die ganze Zeit schon mit mir mit.
Scheiße, ich hab ne Leiche dabei. Kann mir mal die scheiß Tür hier aufmachen? Geht die Tür überhaupt auf? Was 3, 4, 1, 2, hm. Ich meine, die Tür hier ist rot, also, hm. Hi. So, kannst du sagen, wo Simon ist? Hier hinten. Was ist das hier? In unserer Kiste, fuck. Ein Erzfeind. Viele unzerstörbare Kisten. Fuck, meine Erzfeinde. Simon, wo bist du? Wo zur Hölle bist du? Bei den Kisten, hier. Ja, hi. Ja, aber hier hinten war das doch mit dem Computer-Schiff. Ja, richtig, aber da musst du irgendwo anders hin, das irgendwie zu öffnen. Ja. Okay, warte. Hast du die PIN schon aktiviert? 3412, ja. Ist mir der gleiche. Ja, das ist die PIN für die komische Tür. Ah, die Tür ist ja schon offen. Okay, passiert hier jetzt irgendwas? Nein, mal nicht. Okay, ist einfach nur ein Safe Room. Oder sowas. Ach ja. Wollen wir hier in den Raum rein? Gero? Ja. Weißt du, wo das ist? Kommst du da hin? Dieser mit dem blauen und roten Knirpies, der. Mhm. Nee. Bin ich eben auch nicht reingekommen. Da suche ich halt den Schalter für. Nach der Bauweise Map muss der irgendwo hier sein, in der Nähe. Kann ich Kobi reinschieben? Reinprügeln. Okay, Kobi, mach mal. Kobi, do it. Okay, Kobi ist drin. Was? Kobi, mach. Das ist schön, das ist ein Move, Kobi. Ey, warte mal. Warte mal, heb mich mal hoch. Okay, das bringt nichts. Warte mal, kann ich dich mit dem Magnetostick da reindrücken? Ja, versuch mal. Warte, steh mich mal direkt vor die Tür. Musst du mal pushen. Ja, ja. Nee, mit der Crowbar, Rechtsklick, so. Toll. Rechtsklick mit der Crowbar. Nee, funktioniert nicht. Nee, ne? Schade. Wir haben nicht mal viel Zeit, ne? Ist schon Overtime gerade. Ja, scheiße. Ja. Okay, das geht auch nicht kaputt. Irgendwie muss das aber gehen. Ja, wenn ich nächstes Mal nicht drin bin, killt mich einfach irgendwie und ich guck mal nach. Wir finden hier gerade absolut nichts. Wird aber gerade auch irgendwie langweilig. Ja, immer wenn wir nichts finden. Vielleicht irgendwer online nachgucken. Das ist dämlich. Es ist viel einfacher, sich umzubringen und dann zu schauen. Da bringt jetzt keinen normalen Leute rein. Wenn dann irgendwas aktivieren. Hi. Zu Traitor. Ich bin's. Ich nicht. Darf ich Simon töten? Ja. Alter, ich hab die dreimal in den Kopf geschossen, das ist für ein scheiß Waffe. Tja, gleich gezielt. Otze. So, gucken. Ja, ja, ich bin gerade dabei. Nee, ich mein, Franz, du bist Traitor? Ich bin's, ja. Dann töte ich jetzt einfach noch, Corby. Einfach nur, weil ich's kann. Ja, du tust mich völlig nicht. Nein, nicht. Den anderen Typen da, der da mit der Crowbar AFK rumsteht. Ach so, ja, lass mich. Ich gucke. Nee, das ist wirklich egal.
Atmosphäre. Keine Ahnung, wie man jetzt da hinkommt. Ein bisschen dumm. Schon der Bereich ist abgetrennt. Da ist ein Keypad. Nichts aktivieren, ne? Als Trader kann man auch nicht die Tür aktivieren. Aber sowas geht nicht, ne? Okay, hier führt ein Teleporter hin. Okay. Das heißt nur, was das Gegengerät dazu. Ah, ich glaube, ich weiß, was das Gegengerät ist. Also ich habe es, glaube ich, schon mal gesehen. Ich weiß nur nicht, okay, wo es wirklich ist. Alter, Gero, hörst du bitte auf. Ja. Danke. Oder eigentlich nein. Nicht mich erschießen, Jens. Wir wollen das tun. Tue ich nicht. Wollt ihr es tun? Das wollte ich gerade auch fragen. Ich will es nämlich nicht, beziehungsweise... Könntest du mich wenigstens das nächste Mal vorher darüber informieren? Aus dem Häftlingszelle anscheinend. So, hier geht nichts, ne? Das sind grüne Lämpchen, nein, hier geht nicht. Naja, das ist. Spielreden. Was? Also, Dinger gibt's hier zuhauf. One day. Da drüben dreht sich irgendwas. In dem Starträumchen. Wir haben nur noch 1,5 Minuten, Leute. Naja. Nee, Moment, hier geht's nicht lang, ne? Sondern hier. Ah ne, ist ein Rundgang. Aber das ist auch kein Teleporter, ne? Nee. Dann wird das wohl in dem Starträumchen, das da drüben sein. Wirklich? Unmöglich wird es das. Simon, sag jetzt mal, wie wir da hinkommen. Starträumchen, der wo wir drin waren? Nicht das kleine rot beleuchtete, sondern das daneben. Dann werde ich es wohl nehmen. Hä? Das daneben das, direkt? Das wo die Fenster daneben. Wo die Fenster, durch sind, ja. Wo die Fenster durch sind. Gero läuft richtig, ja, ja genau, und jetzt einfach links, genau, da. Sieht mir nicht nach. Nee. Du scheiß Turtle-Viech. Ah ja, stimmt, die sind hier. Hilfe, au. Okay, scheint so, als wäre hier ziemlich viel von Traitor, du siehst nichts, Gero, ne? Was? Es scheint fast so, als bräuchte man irgendwo ein Traitor-Ding. Aber du siehst nichts, ne? Traitor, was? Ich bin Traitor. Du bist Traitor, okay. Du siehst aber da war nichts. Da war nichts. Ich sehe gar nichts. Ich knall, ich kann die Turtles abknallen, aber also ich sehe hier nur. In dem Raum sehe ich auch nichts. Okay. Das ist jetzt zumindest, dass wir einfach die, die Rück von diesem, Raum, wo wir drin waren, rausschießen. Die Rückwand, was? Ja, der einen Raum, den wir mit der, mit dem Code öffnen können. Die Rückwand, kann man das rausschießen? Wie geht das? Einfach draufballern, würde ich sagen. Man, das scheint da irgendwelche Kabel. Und du meinst, das kann man... Ich
weiß es nicht. Ist ja egal, Map ist jetzt eh vorbei. Ja, ich würde jetzt aber auch aufhören. Schon? Na, mal schauen, was jetzt kommt. Langweilig. Ja, das war jetzt langweilig, weil wir nur so dritt waren. Jo. Wird eher noch eine Runde Warships oder War Thunder zocken.